Hallo, liebe Schüler, willkommen zu diesem Tutorial, wo es nur um die Stempelplatte von unserem Stempel geht. Bei unserer Stempelplatte müssen wir unsere beiden Figuren hier mal zur Seite schieben. Klicke sie einfach mit dem Auswahlpfeil an, drücke die Shift-Taste, das ist die Großstelltaste, und geh dann auf das Bewegen-Werkzeug und schieb deine Figuren mal zur Seite. Du musst sie ja nicht ganz wegschieben. Jetzt gehst du bitte in die Einstellungen, und zwar Fenster Modellinformation. Hier schaust du, dass du wirklich bei Einheiten, klick Einheiten an, Dezimal stehen hast, Millimeter, 0,0 und Längeneinrasten aktivieren bei 0,01 mm. So sollte die Datei gespeichert sein. Schließe die Datei und jetzt kippst du dich und stellst dich hier auf diese Höhe, so dass du den Boden siehst, weil du willst ein Viereck auf dem Boden zeichnen. Klicke auf das Rechteckwerkzeug. Stelle dich hier in den Ursprung oder Nullpunkt, zeichne irgendein großes Quadrat und gib ein, hier unten einfach jetzt eingeben, 40, dann die Shift-Taste gedrückt halten, die Komma-Taste drücken, 40 und wieder 40 schreiben und Enter. Danach erhältst du ein kleines Quadrat. Am besten ist es, du drehst die Fläche um. Nimm den Auswahlpfeil, klicke auf die blaue Fläche, gehe auf Flächen umkehren. Dann hast du die berühmte weiße Fläche. Das ist die Vorderseite von unserem Blatt Papier und das Blaue ist die Rückseite. Nimm den Drücken ziehen, das Drücken ziehen Werkzeug, zieh das Ganze einfach nach oben, aber sag nur 2, also Enter-Taste 2 und du bekommst hier ein Stück mit 2 mm Höhe. Dann überprüfe nochmal die Länge, ob die auch wirklich 40 ist. Das kannst du wunderbar mit dem Maßband von SketchUp machen, was sich hier befindet. Solltest du das alles gemacht haben, dann weißt du ja, wie du eine Gruppe erstellen kannst. Denn wenn du dieses Stück hier verschieben willst, dann passiert Folgendes. Du verschiebst es einfach und verzerrst es so. Aber keine Angst, du hast ja hier oben die Pfeile, mit denen du alles rückgängig machen kannst. Also, wie mache ich eine Gruppe oder wie verklebe ich jetzt dieses ganze Stück zu einem Block? Du klickst dreimal drauf und jetzt ist es gruppiert, also jetzt sind es alles aktiviert. Rechte Maustaste, gruppieren. Jetzt ist das Ganze ein Stück und jetzt könntest du es ganz leicht verschieben. Ach ja, das Verschieben. Vielen bereitet es Probleme. Wenn du eine kleine Übung willst, nimm einfach das Verschieben-Werkzeug, klicke mal auf diesen Punkt hier unten, klicke an und damit hast du das Werkstück an der Angel. Und jetzt kannst du es durch den Raum schieben. Du kannst es auch nach oben schieben, wenn du willst. Probier es aus, es geht sehr gut. Und ich will es hier abstellen, dann schwebt es halt. Dann musst du wieder mit der linken Maustaste, die linke Maustaste anklicken. Jetzt will ich es wieder zurückstellen. Klick, Klick und abgestellt. Das zur Platte. Und jetzt kommt die Schrift. Bei der Schrift gehst du auf 3D-Text und hast hier den Text eingeben. Feld sichtbar. Hier gibst du ein Arial Baltic. Die hat relativ gut funktioniert. Dann gehst du auf Mittelpunkt. Du kannst auch linksbündig oder rechtsbündig aussuchen. Wir nehmen Mittelpunkt für den Stempel. Gefüllt, extrudiert sind angehakt. Fettdruck. Und da gibst du ein 10 mm Höhe, 2 mm. Und gehst auf Platzieren und siehst hier, dass man hier den Text so eingeben könnte. Gut, diesen Text wollen wir natürlich nicht eingeben, sondern im nächsten Video zeige ich dir,
wie wir das machen.